zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch eine brandneue Limited Edition und zwar Elemis in Verbindung mit Glossy Box haben zusammen eine richtig coole Skincare Box rausgebracht. Hier sollen Produkte im Wert von über 175 Euro drin sein. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie meine Meinung zu den Produkten ist, alle Details erfahren wollt und auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, fangen wir kurz mit den Details an. Der Verkaufsstart geht los am 21.09. Dienstag um 10 Uhr morgen für Glossies. Das heißt für diejenigen unter euch, die ein Abo bei Glossybox haben. Da reicht ein Monatsabo oder auch ein Jahresabo, je nachdem. Ihr seid dann ein Glossy und ihr zahlt dann nur 35 Euro für die Box einmalig und bekommt 5 oder 6 Produkte im Wert von 175 Euro. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe nur die Sneak Peeks gesehen. Wir machen das gleich zusammen. Und wenn ihr kein Abo bei Glossybox habt, geht der Verkaufsstart los um 12 Uhr, also für alle anderen. Und der Preis ist dann 45 Euro. Allerdings habe ich für euch auch einen kleinen Code, wo ihr ein bisschen was sparen könnt. Und zwar mit dem Code FRANKALIMITED könnt ihr 5 Euro sparen und zahlt dann 40 Euro anstatt 45 und bekommt eben auch den Inhalt dieser Box mit dieser schönen Umverpackung. Ich finde das super süß und ich bin jetzt mega gespannt, was drin ist und würde sagen, wir legen jetzt los. So ihr Lieben, bevor wir aber loslegen, ganz kurz eine kleine Sache. Ich habe meine Deko im Hintergrund ein bisschen verändert. Ich habe mir von Depot wieder diese Deko-Wunderbox gekauft. Da ich jetzt aber so viele Adventskalender hier öffne, hatte ich keine Zeit dazu, ein extra Unboxing zu drehen. Ich habe gedacht, ich platziere es einfach schon mal in meinem Hintergrund. Wenn es euch gefällt, ich verlinke euch die Box unten. Die ist meistens auch relativ schnell weg. Ich habe 30 Euro bezahlt. Die kommt 4-mal im Jahr. Und damit könnt ihr eure Deko ganz easy anpassen. Da sind noch ein paar weitere von diesen Häuschen dabei mit diesen Kerzen. Also wenn euch das interessiert, guckt es euch einfach mal an. Ich finde es eigentlich super praktisch, weil man dann so eine kleine Vorgabe hat, was so Trends sind. Man kriegt immer die neuesten Jahreszeiten-Trends. Und da ich nicht so viele Deko-Elemente zu Hause habe, ist das für mich eine schöne Inspiration. Also für den Fall, dass ihr euch fragt, was ist das hier Neues im Hintergrund, wisst ihr jetzt Bescheid. Und kurz noch eine kleine andere Aktion. Mein Schmuck, die Kette ist von Meinpunkt. Die haben wieder eine kleine Herbstaktion. Die geht nur noch bis zum 22.09. Da könnt ihr 25% auf das komplette Sortiment sparen. Den Code verlinke ich euch auch unten. Und mit meinem Extra-Code könnt ihr auch noch die Versandkosten sparen. Also diese ganzen Details stehen bei mir immer in der Infobox. Und da lohnt es sich immer mal reinzuschauen, um ein paar Sachen zu sparen. Ich verlinke euch natürlich auch die Elemis-Box und die ganzen Codes dazu, dass ihr nichts verpasst. Und jetzt starte ich mit dem Unboxing. Also, dann mache ich mal den Deckel auf. So schaut das aus. Und hier drin kommt dann natürlich auch ein kleines Magazin. Da stehen die ganzen Produkte wahrscheinlich drin. Und auch so ein paar Anwendungshinweise gehe ich jetzt mal von aus. Ich mache es mal auf. So schaut das Heft aus. Oh ja, hier stehen die ganzen Produkte. 6 Stück an der Zahl. Richtig cool. Ein paar Bestseller sehe ich schon direkt. Ich habe ja schon ein paar Videos von Elemis gemacht, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt. Also ich habe bestimmt schon 3 oder 4 Elemis Skincare Videos gemacht. Die verlinke ich euch gerne auch mal in der Infobox, wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt. Und ich habe dort auch einen Rabattcode, aber dazu komme ich gleich. Wir schauen jetzt erstmal rein, was hier für Produkte drin sind. Und wenn euch dann etwas mehr interessiert und ihr euch große Produkte nachkaufen wollt, die haben immer ganz gute Rabattaktionen auf der Seite. Und aktuell könnt ihr, glaube ich, auch noch 30% dort sparen mit dem Code Franka. Ich mache das jetzt mal auf. Wow, okay, da sind auch ein paar Originalprodukte drin, sehe ich gerade. So, ich zeige euch erstmal einen Blick hier rein. Das wollen immer viele direkt sehen. Also es sind 6 Produkte, ein Originalprodukt. Ich fange mal mit dem Originalprodukt an. Und das ist in der Tat ein Produkt, was ich noch nicht getestet habe. Ich finde aber richtig cool, dass das in einer Sprayflasche kommt. Und zwar ist das ein Toner, der nennt sich Soothing Apricot Toner. Calming Facial Toner, also der einfach beruhigend sein soll. Da ist irgendwie Aprikose anscheinend drin. Ideal für empfindliche und zarte Haut hilft dieses beruhigende Gesichtswasser, den natürlichen pH-Wert deiner Haut zu erhalten. Ganz ohne Alkohol und oder andere scharfe Reinigungsmittel. Beruhigende Extrakte aus Aprikose, Sweet Betty Flower und Saponien vom Seifenrindenbaum spenden wertvolle Feuchtigkeit und harmonisieren den Ton. Das Tonikum unterstützt zudem das Eindringen der Feuchtigkeits- oder Nachtcreme. 2 bis 3 Pumpstöße auf ein Wattepad geben und sanft über das Gesicht sowie den Hals wischen. Okay, ich würde es jetzt vielleicht sogar so direkt aufs Gesicht aufsprühen, wenn das schon eine Sprühflasche
vorhanden ist, ne? Und jetzt kein Pumpspender. Vielleicht war das irgendwie ein Übersetzungsfehler. Also ich würde es direkt aufsprühen und die Flasche kann man dann auch gut behalten, um auch generell solche Produkte da einzufüllen, weil ich mag es am liebsten, mir einen Toner ohne ein Wattepad einfach direkt aufs Gesicht aufzutragen. Tragt ihr es euch erst auf ein Wattepad auf, verschwendet ihr eine Menge Produkt, muss man einfach sagen. Und das werde ich sehr gerne testen, kann ich jetzt direkt in meine Routine integrieren, denn ich habe diverse Cremes, Seren und Lotionen davon, aber nicht den Toner. Also insofern freue ich mich total, den auch auszuprobieren. Als nächstes machen wir weiter mit einem absoluten Bestseller und zwar das Pro Collagen Cleansing Balm. Von diesen Cleansing Balms habe ich schon etliche geleert. Das ist die Originalversion mit dem kräuterigen Duft. Manche mögen das, manche mögen es nicht so sehr. Ich muss sagen, ich mag die Rosenvariante ein bisschen lieber. Die hatten zum Teil auch jetzt mal Wasserminze als kurzfristige Limited Edition. Und es gibt jetzt ganz neu auch noch eine duftfreie Version. Also diese Cleansing Balms sind der absolute Kracher. Die funktionieren halt super gut, um euer Make-up komplett rückstandsfrei zu entfernen. Und mit dieser kleinen Größe hier, das sind 20 Gramm, könnt ihr das super ausprobieren. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, um es mal mit in den Urlaub zu nehmen. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Das ist also im Endeffekt so ein Balsam, was auf der Haut schmilzt. Ihr nehmt euch eine kleine Menge, verreibt es zwischen den Fingern, dann wird es wie ein Öl. Und dann tragt ihr es euch auf euer trockenes Gesicht auf und ihr könnt dann komplett alles lösen, das Make-up komplett rückstandsfrei entfernen. Das riecht ein bisschen so nach Kräutern. Das ist nicht meine liebste Richtung, aber zum Abschminken funktioniert das super. Wenn ihr es euch abwascht, riecht das nicht mehr danach, ne? Und was ihr damit auch super gut machen könnt, das ist nämlich ein super Cleansing Treatment Balm. Wenn ihr den Geruch mögt und ihr habt euch abgeschminkt, könnt ihr euch hinterher noch eine Schicht davon auftragen und könnt es ein bisschen einwirken lassen, so 10 Minuten, als Pflegewirkung. Das funktioniert auch sehr gut. Und probiert es einfach mal aus. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Reinigungsbalsam, was richtig gut funktioniert. Bei mir nimmt das auch komplett Mascara runter, alles. Ihr müsst nur gut mit Wasser nachspülen. Und wenn ihr die große Packung kauft, dann ist da auch immer noch so ein Lappen mit dabei. Wie so ein Waschlappen, ein bisschen weicher, womit ihr das auch ganz gut entfernen könnt. Das könnt ihr aber natürlich auch einfach mit einem Waschlappen zu Hause machen. Macht den schön warm, dann kriegt ihr das auch ganz schön runter. Also kann man mit den Händen runternehmen oder auch mit einem Waschlappen. Ich finde das ein super Produkt und ich mag es total gerne. Ich nehme eigentlich nur noch das, muss ich sagen. So, und als nächstes kommt ein Produkt, darüber freue ich mich unglaublich. Denn ehrlich gesagt bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir hier noch eine Originalgröße drin haben. Und zwar noch dazu von der Pro Collagen Marine Cream. Das ist der absolute Bestseller. Ich glaube, die Creme kostet 100 Euro. Also zumindest 50 Milliliter kosten, glaube ich, 120 Euro. Und wir haben hier 30 Milliliter drin. Die Creme, die gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist wirklich ein Bestseller von Elemis. Die Marke gibt es ja auch schon seit über 30 Jahren. Und die haben hierauf auch irgendwelche Awards gewonnen. Durch klinische Studien wurde getestet, dass nach 14 Tagen sich irgendwie die Hautfeuchtigkeit und Elastizität verbessert. Das ist also eine Anti-Aging-Creme. Die riecht fantastisch. Das ist das, was ich total gerne mag, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt Leute, die reagieren empfindlich auf Duftstoffe. Hier sind auf jeden Fall Duftstoffe drin. Die sind aber so mild und haben so einen unglaublich guten Duft, dass das einfach ein total schönes Gefühl ist, sich mit dieser Creme einzucremen, weil das so ein Wellnessgefühl ist. Der Duft ist super angenehm, der gefällt auch Männern. Und mein Mann steht voll drauf. Wenn ich damit eingecremt bin, sagt er mir immer, wie gut ich rieche, weil es riechen auch andere und es riecht einfach bombastisch, muss ich wirklich sagen. Und deswegen freue ich mich mega drüber, dass das drin ist. Also alleine für diese drei Produkte lohnt sich die Box schon total. Ich schaue jetzt mal gerade in das Heft rein. Die fortschrittliche Formel mit leistungsstarken marinen und pflanzlichen Wirkstoffen wie Padina, Pavonica, Chlorella und Ginkgo Biloba kann klinisch erwiesen binnen 2 Wochen das Erscheinungsbild von feinen Linien sichtbar verbessern. Also, und der Feuchtigkeitsgehalt wird um 248% erhöht. Also, das ist wirklich absolut genial, die Creme. Es gibt noch andere Produkte von Elemis, die richtig gut sind, aber die Creme gehört auf jeden Fall auch zu den Top-Produkten. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar haben wir hier auch noch einen Gesichtsreiniger, ein Waschgel, und zwar aus der Dynamic-Richtung. Das ist das Resurfacing Facial Wash
Skin Smoothing Cleanser. Das heißt, das soll die Haut ein bisschen weicher, ebenmäßiger machen. Meistens sind diese Produkte dann mit Säuren, Enzymen, mit irgendwie einer Art chemischer Peeling-Wirkung. Was dabei sehr wichtig ist, dass ihr am Folgetag auf jeden Fall Sonnenschutz verwendet, denn die Haut wird ein bisschen sensibler auf Sonneneinstrahlung. Das steht jetzt hier sogar drin, das finde ich richtig gut. Bei Tageslicht immer einen Sonnenschutz mit hohem LSF verwenden, direkte Sonneneinstrahlung meiden. Und ich lese euch mal vor, was der kann. Dieser Enzym-Gelreiniger befreit sanft schäumend deine Haut von Schadstoffen, Schmutz sowie Unreinheiten und sorgt für ein ebenmäßigeres Hautbild. Seine patentierte Tri-Enzym-Technologie, antioxidantienreiches Moringa sowie feuchtigkeitsspendender weißer Trüffel unterstützen die natürliche Mikroflora deiner Haut. Das ist richtig cool. Also das könnt ihr quasi direkt nach dem Abschminkbalsam nehmen, dann ist die Haut schon mal richtig befreit und damit macht ihr nochmal eine richtige Tiefenreinigung. Das finde ich richtig klasse, das werde ich auf jeden Fall auch mal austesten. Ich habe von dieser Linie auch noch ein paar Pads, dass das noch ein bisschen tiefer wirkt. Ich wollte das im Herbst machen, wenn ich auf keinen Fall mehr in Urlaub fahre, dass ich nicht so krasse Sonneneinstrahlung habe. So habe ich mir das jetzt vorgenommen. Im Hochsommer, wenn man jeden Tag in der Sonne ist, würde ich solche Produkte eher nicht verwenden, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt freue ich mich drauf, jetzt kommt ja die Jahreszeit, wo das super passt. Ein nächstes Produkt, was ähnlich ist, das ist das Pro-Kollagen Tree Acid Peel. Das heißt, das ist nochmal eine richtige Peeling-Lotion, die nochmal intensiver wirkt. Das ist ja nur ein Waschgel und das ist ein Peeling, was man sich aufträgt und entweder wäscht man es ab. Ja genau, nach 15 Minuten soll man es abwaschen. Das heißt, das ist nochmal eine tiefergehende Peeling-Wirkung. Ich lese euch auch hierzu mal etwas vor, denn das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hatte ein anderes Peptid-Peeling von Elemis schon mal getestet. Das war richtig gut. Wenn ich mir sowas auf die Wangen auftrage, dann strahlen die am nächsten Tag total. Man hat so einen richtigen coolen Glow und die Haut wird richtig ebenmäßig. Also es lohnt sich total, solche Geschichten ab und zu mal zu machen. Lust auf ultimativen Glow. Setze auf die konzentrierte Formel dieses AHA-Peelings. Der hautverfeinernde 8%ige Trisäurekomplex hilft, das Aussehen von feinen Linien sowie Fältchen zu reduzieren und gleichzeitig die Leuchtkraft deiner Haut zu verbessern. Nach nur einer Anwendung sehen die Poren sichtbar verfeinert aus. Die kraftvolle, aber sanfte Formel von Padina, Pavonica und Chlorella unterstützt zudem die Feuchtigkeitsbarriere deiner Haut und lässt den Ton straffer aussehen. Zweimal pro Woche auf die gereinigte Haut auftragen, eine erbsengroße Menge für das Gesicht sowie den Hals verwenden und dabei die Augen- und Lippenpartie meiden. Nach ca. 15 Minuten mit warmem Wasser abspülen. Ein leichtes Kribbeln und Rötung können auftreten. Zum Verträglichkeits-Patch-Test vor der Anwendung wird geraten. Okay, also da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ihr sehr, sehr empfindliche Haut habt, macht es nur einmal die Woche. Testet euch langsam an solche Sachen ran. Ich werde es auf jeden Fall auch mal probieren und am nächsten Tag die volle Sonne einfach meiden, würde ich wirklich sagen. Und trotzdem natürlich Sonnenschutz nehmen, ganz wichtig. Das sieht super, super spannend aus, das werde ich sehr gerne testen. Diese 10 Milliliter haben allein einen Wert von 34 Euro, denn das Originalprodukt kostet 88. Keine Sorge, wenn ihr euch mal was nachkaufen wollt, ich habe bei Elemis einen Rabattcode aktuell gerade. In Höhe von 30%, der heißt einfach nur Franka und da könnt ihr noch den ganzen September 30% sparen. Danach geht es, glaube ich, runter auf 25 und ich verlinke euch auch mal mein anderes Elemis-Video, was ich gerade gemacht habe, wenn ihr da euch noch ein bisschen weiter informieren wollt, was es noch so für Produkte gibt. Aber ich glaube, diese Box ist super genial für den Einstieg, um die Marke kennenzulernen. Und das ist das krasseste Preis-Leistungs-Verhältnis, also ever, ne, muss ich wirklich sagen. Und jetzt kommt noch ein Produkt. Also das war es noch nicht. Ich bin echt geflasht, muss ich sagen. Und zwar haben wir hier zusätzlich noch das Papaya-Enzym-Peeling. Das ist von der Peeling-Wirkung wahrscheinlich sanfter als das hier. Und das ist einfach mit Enzymen und das hier ist mit anderen Alpha-Hydroxysäuren. Und ich lese euch auch hierzu mal vor, was das kann. Lass müde, glanzlose Haut hinter dir und bringe mit diesem milden Creme-Peeling einen sanften, geglätteten und belebten Ton zum Vorschein. Natürliche Fruchtenzyme aus Papaya und Ananas helfen auf sanfte Art und Weise, abgestorbene Hautzellen zu lösen, ganz ohne Abrieb. So, und das soll man auch 10 bis 15 Minuten auftragen. Das kann man wahrscheinlich ein bisschen öfter machen. Ich würde das aber auch nicht öfter als ein, zweimal die Woche machen. Und nicht in Kombination, sondern entweder das oder das. Könnt ihr einfach auch mal austesten, was ihr besser vertragt. Und das ist halt schön, dass man mit so einer Box wirklich die Sache mal ausprobieren kann. Wie reagiert die Haut? Und wenn die nach so einem Peeling ein bisschen rot ist, das ist eigentlich normal, dass man erstmal ein bisschen darauf reagiert.
guck mal, wie es am nächsten Tag ist und mach dann ein bisschen langsamer. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, gerade mit so Säuregeschichten. Ansonsten sind ja hier auch sehr viele milde Sachen dabei mit dieser Creme. Also mit der könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, ihr seid super sensibel auf Duftstoffe. Dann das Abschminkbalsam kann man auch super gebrauchen, auch wenn man kein Make-up verwendet. Ich nehme das auch immer, wenn ich nur Sonnenschutz drauf habe. Über den Totenhaft freue ich mich total. Den hatte ich nämlich in der Tat noch nicht getestet. Und ansonsten haben wir hier noch drei richtig tiefenreinigende Produkte mit diesem Gesichtswaschgel und zwei unterschiedliche Peelings mal zum Austesten. Also summa summarum sollen wir hier auf einen Wert von 175 Euro kommen. Und ihr könnt die Box bereits für 40 Euro kaufen, wenn ihr meinen Code FRANKALIMITED verwendet. Alle Details stehen unten in der Infobox. Und wenn ihr ein Glossy seid, könnt ihr den Link in meiner Infobox natürlich auch nutzen. Ihr zahlt dann aber nur 35 Euro und das lohnt sich mega, muss ich wirklich sagen. Alleine die Creme hat ja bestimmt schon einen Wert von 70 Euro. Ich weiß nicht, also oder 100. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich krass, dass da so viele hochwertige Produkte drin sind. Hab mich sehr über die Box gefreut. Und wenn ihr sie jetzt gewinnen wollt, braucht ihr nichts weiter tun, außer mir einen lieben Kommentar zu hinterlassen, welches Produkt davon euch am meisten interessiert. Und wenn ihr generell Lust auf solche Beautybox-Unboxings habt, dann abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr nämlich nichts. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben, das freut mich immer sehr. Jetzt verlinke ich euch einfach hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren und sobald ich den Adventskalender von Glossybox habe, werde ich den natürlich auch öffnen und ich werde auch den Adventskalender von Elemis öffnen. Also haltet einfach Ausschau. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.